Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, mein Name ist Julia Lahkämper. Ich bin Mindset Coach aus Berlin und ich helfe meinen Kunden dabei, zu mehr beruflicher Erfüllung und finanzieller Fülle zu gelangen. Und heute ist Montag, es ist 9 Uhr und es ist Zeit für den Mindful Mindset Monday. Ich suche uns hier gerade noch eine schöne Karte heraus für heute. Die nehme ich. So. Sehr schön, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr trefft jetzt hier gleich zahlreich ein. So, heute geht es um das Thema Selbstbewusstsein und ja, das Gegenteil der Unsicherheit, der Selbstzweifel. Einfach die Frage, wie du mehr Selbstvertrauen entwickelst. Und da werde ich heute drauf eingehen und als ersten Schritt nehme ich mal hier die Karte. Klarheit, sieh die Klarheit jenseits der Zweifel. Das ist, wie gesagt, dieses Set von Elena Brower. Es geht eigentlich um Yoga-Übungen jeden Tag, aber ich finde die Karten sehr passend für uns. Und deshalb setze ich die hier mit ein. So, sagt doch mal, wie es euch geht, wo ihr seid, von wo ihr zuschaut. Hallo, Nelja sagt hallo, schönen guten Morgen. Wunderbar, das ist ja schön. So, dann wollen wir mal loslegen. Wo sind meine Notizen? Sehr schön. Wer ist denn noch alles dabei? Schreibt doch mal gerne in den Chat, dass ich weiß, wer mit dabei ist. Und es macht immer mehr Spaß, eure interaktiv mit euch umzugehen, weil sonst müsste ich das Ganze ja auch gar nicht live machen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören und verstehen. Letzte Woche beim Webinar gab es ja leider einen kleinen Technik-Crash. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es heute wieder normal funktioniert. Da bin ich auch mit Webinar-Jam in Austausch und auch mit meinen Kollegen. Ich habe gehört, dass viele, viele gerade Probleme haben technisch. Also es liegt Gott sei Dank nicht an meiner Kompetenz, die ich zwischendurch angezweifelt habe. Also vielen Dank, dass ihr diese ganzen Hürden mit mir nehmt. So, und dann legen wir einfach mal los, wie du mehr Selbstvertrauen entwickelst. Also, das Problem ist, wenn du dich unsicher fühlst und das Gefühl hast, ja, nicht wirklich bei dir selbst zu sein oder nicht ganz klar die Schritte zu gehen, die du gehen willst. Ach, Julia sagt, bei dir funktioniert das Video nicht. Okay. Das ist ja blöd. Ach. What to do? Also, liebe Julia, das ist blöd. Ich schreibe euch nochmal. Ah, jetzt siehst du mich. Sehr schön. Gut. Also irgendwann muss es ja auch mal vorbei sein mit diesen ganzen technischen Hürden. Bisher war eigentlich Webinar Jam extrem zuverlässig. Also ich weiß nicht, was das hier alles soll, aber ich lasse mich davon nicht abhalten. So, also das Thema, wie du mehr Selbstvertrauen entwickelst. Das Problem ist, dass wenn du unsicher bist und nicht so viel Selbstvertrauen hast, dass du deine Aufmerksamkeit vor allem auf deine Schwächen richtest und dass du halt eher dahin schaust, was du nicht kannst, dass du eher darüber sprichst, was du nicht kannst und dass du halt viel zu viel deiner Energie in diese Richtung schiebst. Und das ist ja etwas, das ist schon so fast ein geflügeltes Wort sozusagen. Da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, geht halt deine Energie hin. Das heißt, wenn du da sehr viel Aufmerksamkeit auf deine Schwächen richtest, weißt du halt vor allem sehr genau, was du nicht kannst und worin du nicht gut bist. Und ja, das spürst du jetzt vielleicht gerade. Und ja, hast da einfach fühlt sich einfach nicht wohl damit. Und du fühlst dich in bestimmten Situationen sicherlich unsicher und vielen, vielen Situationen oder Herausforderungen nicht gewachsen. Und das ist halt auch nicht gerade hilfreich, ne? Gerade wenn du selbstständig bist, brauchst du halt einfach auch Risikobereitschaft und Mut. Und wie du das entwickeln kannst, das möchte ich dir heute auf jeden Fall noch mitgeben. Und als
dritten Punkt als Problem ist es, dass du vielleicht zögerst, wichtige Schritte zu gehen, weil du nicht hundertprozentig an dich glaubst, ne? Weil du immer wieder anzweifelst, dass es der richtige Weg ist oder anzweifelst, dass du es schaffst, dass du die Richtige dafür bist oder der Richtige dafür bist. Und das hält dich natürlich auch zurück und bringt dich nicht in die Richtung, wo du eigentlich hin willst. Dann kann es auch sein, dass du einfach nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen willst, ne? Und du möchtest dich durch bestimmte Aktionen nicht sichtbar machen oder du möchtest dich nicht einer potenziellen Ablehnung entgegenstellen. Also du hast einfach Angst vor Aufmerksamkeit und schreckst vor Schritte in eine größere Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zurück. Und oft ist es so, dass dein Umfeld auch diese Ängste unterstützt. Das heißt, du hast dann vielleicht Freunde oder Familie, die sagen, ja, nee, mach das mal lieber nicht, das ist zu gefährlich. Oder ja, das kann ich total gut verstehen, dass du das nicht machst. Ne? Also da bestärkst dein Umfeld dann auch nochmal deine Ängste. So. Und du nimmst die Unsicherheit, deine Unsicherheit als gegeben an. Und wir vergessen halt so oft, dass die Art und Weise, wie wir auf die Welt kommen, die Babys strotzen halt nur so vor Neugierde und vor Selbstbewusstsein. Ne? Und da wir verlernen halt im Prinzip, selbstsicher zu sein und bei uns zu sein und unseren eigenen einzigartigen Weg zu gehen. Und das ist etwas, was ich dir heute sehr, sehr gerne mitgeben möchte, dass du das, was du gelernt hast, seit du geboren bist, bis heute, dass es sicherer ist, unsicher zu sein. Also da wirklich eher zu zögern, dich eher zurückzunehmen, dich nicht in den Mittelpunkt zu stellen, dich nicht verletzbar zu zeigen, diese Angst vor Ablehnung immer wieder Raum zu geben, dass du das verlernst und dass du da einfach wieder zurückkommst zu dem, wo du hinkommst. Und da sagt mir doch mal, ob ihr das, was ich euch jetzt gerade berichtet habe, kommt das an und komme ich auch in Ton und Bild weiterhin an? Ist das etwas, wo ihr sagt, so ja, das spüre ich auf jeden Fall und das habe ich schon erlebt. Das wäre mal total spannend zu hören. Irgendwie wackeln heute hier die Teilnehmeranzahl die ganze Zeit. Das irritiert mich total. Aber Julia ist auf jeden Fall dabei und Nelja ist auf jeden Fall dabei. Also die zwei. Immer Matthias ist auch dabei. Wie schön. Ich wusste doch, dass da noch mehr sind. Also Ich sehe doch, dass viel, viel mehr dabei sind. Sag doch mal kurz Hallo. Okay. Ja, ihr seid nicht so kommunikativ heute früh. Oder es dauert einfach, bis die Kommentare reinrollen. Also, sehr schön. Dann gehen wir jetzt einfach mal in die Lösung. Also, was kannst du tun? Wo kannst du ein unterstützendes Mindset entwickeln, um mehr Selbstvertrauen zu gewinnen? Das ist die Frage, die ich heute gerne auflösen möchte. Und einfach, ich möchte dir die Schritte an die Hand geben, die meiner Meinung nach wichtig sind, um dich sicherer zu fühlen und mehr Selbstvertrauen zu entwickeln. Weil das ist ja etwas, das brauchen wir immer wieder, ne? Ob wir nun angestellt sind oder selbstständig sind. Aber vor allem in der Selbstständigkeit ist es halt so, dass wir, gerade wenn wir die Marke sind sozusagen oder wir das Produkt sind, dann braucht es halt einfach ein sicheres Auftreten und auch den Mut und die Risikobereitschaft, da neue Wege zu gehen. Und wie du das machst und schaffst, um da dann auch letztlich zu deinen Zielen zu gelangen, die du ja erreichen möchtest, darüber sprechen wir heute. Also Schritt Nummer eins, Lösung Nummer eins. Hallo Dagmar, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Lerne dich und deine Stärken kennen. Das ist ganz wichtig. Also deine Schwächen, habe ich ja schon gesagt, die kennst du sicherlich sehr gut. Ne? Da richtest du sehr viel Aufmerksamkeit darauf. Jetzt geht es darum, mal anders zu schauen und einfach mal die Aufmerksamkeit auf deine Stärken zu richten. Und das merke ich auch immer wieder im Coaching. Also gerade bei der beruflichen Neuorientierung, da geht es halt ganz viel um Stärken, Interessen und Werte. Und es ist unglaublich, wie wir uns halt, obwohl wir schon erwachsen sind und eigentlich mit beiden Beinen im Leben stehen, gar nicht wirklich beschreiben können, was uns ausmacht. Und das ist halt auch einfach etwas, das ja auch gesellschaftlich im Prinzip in Deutschland nicht so stark gefördert wird, ne? Also wir schauen halt eher immer auf das, was
was nicht klappt oder ne, sind halt grundsätzlich eher skeptisch. Und auch im, keine Ahnung, im Schulsystem ist es ja so, dass die Fehler rot angestrichen werden und selten halt wirklich was Positives neben den Texten oder Aufsätzen oder Matheaufgaben oder was auch immer steht. Das heißt, wir haben es jetzt über Jahre gelernt, auf die Schwächen zu schauen. Und jetzt möchte ich dich halt sehr einladen, auf deine Stärken zu schauen und einfach mal zu gucken, was ist denn alles da? Was macht dich denn aus und was macht dich denn auch einzigartig? Weil das wird dir auf jeden Fall helfen, sicherer zu sein und auch da die Gewissheit zu haben, dass du halt etwas mitbringst, was nicht jeder hat und was nicht selbstverständlich ist und was in dieser Kombination, wie du es mitbringst, auch nicht selbstverständlich ist. Und das ist eine sehr, 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 sehr schöne Arbeit. Da möchte ich dich sehr ermuntern, da mal genauer hinzuschauen. Also, was du machen kannst, es gibt einen Test, der heißt 16 Personalities. Den kannst du auf jeden Fall machen. Das ist jetzt kein komplexer Test, aber da kannst du mal schauen. Der geht zurück auf Myers-Briggs, also ein klassischer Persönlichkeitstest, der in den USA auch oft für Einstellungssituationen genommen wird, um zu gucken, was steckt da für eine Person dahinter. Da geht es oft um die Unterteilung, bist du eher extrovertiert, bist du eher introvertiert. Das ist ja auch eine interessante Information, aber da legt die Ergebnisse nicht auf die Goldwaage. Also du wirst da einem von 16 Persönlichkeitstypen zugeordnet und das ist etwas, ja, da findest du dich wahrscheinlich teilweise wieder, aber halt nicht komplett. Und das ist ja auch klar, ne? Die ganze Welt lässt sich ja nicht nur in 16 Typen einteilen. Was du auch machen kannst, ist einfach mal darüber nachzudenken, wo du wirklich gut warst. Also wo hast du Situationen erlebt, wo du starke Anerkennung bekommen hast, wo du auch dich selber vor allem sehr sicher und sehr stark gefühlt hast. Und schreib dir das mal auf. Und erinnere dich daran, wo deine Freunde, deine Familie und Kollegen Rat bei dir suchen. Also auf was wirst du angesprochen? Was sind die Themen, wo von dir Unterstützung und Hilfe erwartet wird? Ne? Das sind ja auch Zeichen, worin du gut bist und wo sich dein Gegenüber dann eine ansprechende Lösung von dir erwartet. Das sind alles gute Indikatoren, wo du herausfinden kannst, was dich ausmacht, was dich bestärkt, ja, wo deine Stärken, wo deine Talente liegen. Es gibt noch viele, viele weitere Möglichkeiten, aber das jetzt mal so als erster Ansatz. Genau, und gerade die Situation, ne, gerade wo du, also es geht ja gar nicht nur darum, wo du wirklich Anerkennung bekommst, weil wir wollen uns ja nicht abhängig machen von anderen. Das ist ja letztlich das Ziel, dass wir unabhängig von dem, was die Leute sagen, dass wir da halt einfach eine Sicherheit in uns selber etablieren, ne? Weil letztlich, es kann ja jeder immer irgendeine Meinung dazu haben, was wir tun und was wir nicht tun und ob das gut ist oder schlecht ist. Und die wirkliche Selbstsicherheit, dieses wirkliche Selbstvertrauen ist halt unabhängig von der Anerkennung anderer. Aber im Hinblick auf deine Stärken ist es ein guter Indikator, halt einfach mal zu schauen, was nimmt dein Umfeld denn als deine Stärke wahr? Und das kannst du dann mit dem vergleichen, was du empfindest und was du für dich herausfindest. Macht das soweit Sinn? Also ihr könnt mir da gerne mal kurz einen Daumen hoch oder ein Herzchen oder irgendwas schicken, dass ich dann Feedback von euch habe. Das wäre total schön. Als zweites, eins meiner Lieblingsthemen, lerne Neues dazu. Also stürz dich in neue Wissensgebiete, stürz dich in Dinge, die dich interessieren. Geh einfach deiner Neugierde nach, weil das einfach gut informiert zu sein, gut vorbereitet zu sein, Sachbücher zu lesen, dich inspirieren zu lassen, das bringt dir halt auch eine Selbstzufriedenheit, aber auch eine Selbstsicherheit und ein Selbstvertrauen. Denn je mehr du dich auskennst mit etwas, desto besser und sicherer fühlst du dich ja. Und da gibt es in der Psychologie ein Phänomen, das heißt Competence Confidence Loop. Das heißt, je mehr deine Kompetenz steigt, desto mehr steigt auch deine Selbstsicherheit. Und da, ne, also geh einfach deiner Neugierde nach und lerne was dazu, fordere dich heraus, dass du einfach da merkst, so, ja, ich kann was, ich bringe was mit. So, jetzt kommt hier was rein, Gott sei Dank. Julia sagt, ja, auf jeden Fall.
Dagmar sagt, hatte lange das Gefühl, dass es gefährlich ist, auf das zu hören, was die anderen in einem gut finden. Ah, das ist ja auch interessanter Glaubenssatz. Wie bist du denn darauf gekommen, Dagmar? Wo hast du das erlebt, dass es gefährlich ist, da auf das zu hören, was die anderen in einem gut finden? Hast du da mal negative Erfahrungen gemacht? Also wenn du Lust hast, teil das gerne. Das ist total spannend, das zu hören. Weil das sind dann genau diese Dinge, die passieren, ne? Dass wir irgendwie im Kopf so eine verquere Verbindung machen, dass es halt ja einfach uns nicht hilft in unserer Entwicklung. So, also lerne Neues dazu, ganz, ganz wichtig. Und daran anschließend such dir jeden Tag kleine Herausforderungen, die du meistern kannst. Also da übertreib es nicht. Also nimm wirklich Dinge, die machbar sind, die auch jetzt gar nicht so viel Aufwand betreiben, aber die dich trotzdem herausfordern, weil so bist du halt dabei, jeden Tag deine Komfortzone etwas zu erweitern. Manipulation, sagt Dagmar, okay. Gut, da komme ich später noch auf den Punkt, der dazu passen sollte. Also, kleine Herausforderung, ne? Also einerseits nimm dir Wissensgebiete heraus, nimm dir Themen heraus, die dich interessieren und stürz dich da rein. Also lern was Neues dazu, denn das wird einfach Selbstbewusstsein in dir auslösen. Dann diese kleinen Herausforderungen. Also lächel doch einfach mal mehr Leute auf der Straße an, schau den Menschen in die Augen. Ich bin hier in Berlin immer wieder erstaunt, wie viel die Leute sich wirklich so abschotten, ne? Einfach noch nicht mal wahrnehmen, wer um uns herum ist. Also da such den Kontakt zu Menschen. Sag mal was Nettes zu der Kassiererin, sprich mal beim Bäcker ein bisschen mit dem Bäcker oder keine Ahnung, ne? Such einfach mal mehr Kontakt zu den Menschen, sei lockerer im Smalltalk. Das ist etwas, was wir hier auf jeden Fall noch gebrauchen können. Und auch das gibt dir Selbstsicherheit. Es gibt ein gutes Gefühl. Es kann einfach auch sowas sein wie kalt zu duschen morgens, also einfach dich zu überwinden, etwas anders zu machen. Oder was hatte ich denn hier noch als Beispiel? Genau, einfach ein bisschen mehr, einfach kleine Schritte, die aus deiner Komfortzone herausgehen. Etabliere neue Gewohnheiten, wo du merkst, so ja, da muss ich mich überwinden, da muss ich einen Schritt weitergehen. Mach mal jemandem ein Kompliment, ne? Sag einfach, wünsch jemandem Glück und Erfolg aus ganzem Herzen und gerade jemandem Fremden auf der Straße, ne, wenn du dem oder ihr ein Kompliment machst, die Menschen freuen sich total und dich macht es halt sicherer, in den Kontakt mit Menschen zu gehen und auch ja bei dir selber zu sein und einfach mit ganz viel Wärme und ja, wie sagt man das denn? Mit Kindness fällt mir gerade jetzt nur ein. Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Einfach Nettigkeit sozusagen, ne? Mit Nettigkeit durch die Welt zu gehen. Auch das bestärkt dich darin, dass du Vertrauen in dich haben kannst und dass die Welt um dich herum nicht gefährlich ist, ne? Also, dass du einfach, dass die meisten Menschen sehr, sehr nett sind und dass die allermeisten Menschen reagieren auf ein Lächeln mit einem Lächeln zurück. Das heißt, du kannst halt ganz viel Nettigkeit in der Welt verbreiten. Und das letztlich, wenn du diese Herausforderung machst, such dir was aus, was wirklich machbar ist, sodass du auch eine Verbindlichkeit dir gegenüber hast. Und es kann, das habe ich ja auch schon öfter erwähnt, das kann wirklich etwas sein, wie die Snooze-Taste morgens nicht zu drücken. Ne? Also, dass du da tatsächlich mit dir in der Verbindlichkeit bist und sagst, ich habe mich entschieden, jetzt eine Viertelstunde früher aufzustehen morgens, um dann, keine Ahnung, irgendwas zu machen, Sport zu machen, dich mehr zu bewegen, zu meditieren, in irgendeiner Form eine Morgenroutine zu entwickeln, gut für dich zu sorgen. Und dann sei dir gegenüber verbindlich. Auch das gibt dir eine Sicherheit, weil das ist etwas, was wir im Umfeld und auch mit uns selber erlebt haben, dass diese Verbindlichkeit nicht da ist und das macht dich unsicher. Und wenn du das etablieren kannst, dann machst du dich auch weniger abhängig von der Anerkennung anderer und vielleicht auch den potenziellen Anfeindungen anderer oder einer potenziellen Manipulation. Ne? Und da ist es ja auch mal die Frage, wo sehen wir eine Manipulation und wo ist sie auch wirklich da? Vierter Punkt, lebe deine Überzeugung. Das ist auch etwas, was ganz viele nicht machen, dass sie halt einfach nicht kongruent mit dem sind, was sie eigentlich an Werten haben oder an Werten empfinden. Wenn du total begeistert von Bioanbau bist, aber dein Gemüse immer nur konventionell beim Discounter kaufst, dann bist du nicht kongruent mit deinen Werten. Dann stimmt das, was du
als Überzeugung hast, nicht mit dem überein, was du wirklich lebst. Ne? Und da schau einfach mal auf dein Leben und schau mal, wo es einfach eine Diskrepanz gibt, wo es einen Unterschied gibt, wo eine Lücke entsteht, wo du einfach nicht deine Überzeugungen lebst, wo du deine Werte nicht lebst, wo du nicht dementsprechend lebst, was du eigentlich leben möchtest. Und das ist tatsächlich was sich oft so einschleicht, ne? Wo wir gar nicht so genau bewusst hinschauen, aber was ähnlich wie bei der Snooze-Taste ist es halt eine Verbindlichkeit, die dann fehlt. Also wir haben eine bestimmte Überzeugung und handeln aber nicht entsprechend. Und das ist auch was halt indirekt an unserem Selbstbewusstsein nagen kann, was indirekt an einfach eine Unsicherheit hervorrufen kann, weil das, was wir halt gar nicht wirklich mit dem übereinstimmen, was wir für richtig halten. Und da ist unser System halt total irritiert. Also da kann ich dich auch ermuntern, auf jeden Fall dran zu bleiben. Und jetzt noch ein Punkt, den ich gar nicht aufgeschrieben habe, aber was natürlich auch ganz wichtig ist, was im Prinzip zu dem passt, was ich zu den Herausforderungen schon gesagt habe oder auch zu dem, was du lernst. Ne? Also zieh die Dinge durch, die du anfängst. Hatte ich letztens auch noch ein Gespräch mit einer Kundin, die eine Ausbildung abbrechen wollte, die sie ganz, ganz begeistert angefangen hat und das halt wirklich so ein Hintertürchen war, um vielleicht auch einfach nicht sagen zu müssen, irgendwann, dass man Expertin in einem bestimmten Bereich ist oder auch da diese Angst vor Ablehnung da ist. Was ist denn, wenn ich zwar diese Ausbildung abschließe, aber nicht als Expertin wahrgenommen werde? Und da habe ich sie motiviert, diese Ausbildung jetzt doch abzuschließen, einfach um diese Verbindlichkeit uns selbst gegenüber zu haben. Weil wenn du etwas beginnst und vor allem, wenn du etwas begeistert beginnst, dann ist da ein großes Zeichen dafür, dass es gut für dich ist. Und bei der erstbesten Hürde aufzuhören oder halt einfach dich ja nicht durchzubeißen durch manche Themen, ist halt wirklich nicht der richtige Weg. Wir brauchen diese Herausforderung, um über uns selbst hinauszuwachsen. Und deshalb, ne, bleib da auf jeden Fall dran. Und wenn du jetzt denkst, oh Gott, ja stimmt, ich habe noch so viele Projekte, die nicht abgeschlossen sind, mach mal, nimm dir einen Zettel und schreib alles auf, was nicht abgeschlossen ist. Und dann gehst du da durch und sagst, was ist es denn wirklich wert für deine Zukunft, was unbedingt noch beendet werden muss? Und was kannst du tatsächlich loslassen und wo kannst du sagen, okay, das war eine falsche Entscheidung, da habe ich mich irgendwie impulsiv dafür entschieden oder das kommt noch aus dem Lebensbereich, der sich einfach überlebt hat, ne, oder einer Lebensphase, die sich überlebt hat und das, was jetzt einfach nicht mehr wichtig für mich ist. Okay, da kann man halt auch schon, gut, dann lass es los, ne, aber schaff da auch Ordnung und leg deinen Fokus komplett auf das, was für dich mittel- und langfristig wichtig ist und was dich dahin führt, wo du hin willst. Und dann zieh das durch. Das ist total wichtig. Und das schafft dir Sicherheit. Weil dann beweist du dir immer wieder, dass du es kannst, dass du dranbleibst, dass du es wirklich willst. So, was kommt hier? Julia sagt, Julia, ich habe die Gewohnheit, die Dinge durchzuziehen, aber wenn ich auf mein Leben zurückblicke und denke, ich hätte ein paar Mal doch aufgeben sollen, das Leben wäre entspannter gewesen, weil das Durchziehen war sehr mit Stress verbunden. Ja klar, ich meine, grundsätzlich ist es ja auch so, dass wir erstmal nur die Dinge anfangen sollen, die wirklich wichtig und richtig für uns sind. Ne? Das kann halt auch eine Übersprungshandlung sein, noch eine Ausbildung zu machen oder noch was dazu zu nehmen. Das ist dann, da muss man halt immer wieder individuell darauf schauen, ne? Packst du dir grundsätzlich zu viel auf deinen Tisch und auf deine Aufgabenliste und ist das alles überhaupt zielführend und ne, ist es wirklich notwendig, all das zu machen, wo du hin willst? Aber grundsätzlich, also ich bin ja jetzt auch irgendwie kein perfekter Durchzieher, ne? Aber grundsätzlich glaube ich, dass es halt, egal wie stressig es ist, wirklich eher der richtige Weg ist, die Dinge zu beenden. Auch wenn du dann rückblickend sagst, so ja, vielleicht hätte ich das aufgeben sollen, aber diese Gewohnheit, die du dir dann angewöhnen kannst, das Aufgeben, das ist meiner Meinung nach gefährlicher für das Selbstvertrauen als das Durchziehen, selbst wenn es ein bisschen Stress erfordert. Aber wie gesagt, ne, es geht darum, wie wichtig ist das, was du durchziehst,
für deine Zukunft. Und wenn es nicht wichtig ist, dann kannst du es auch beruhigt loslassen. Aber da muss man halt wirklich individuell drauf schauen. Als Daumenregel würde ich halt sagen, lieber durchziehen als loslassen, weil es zu leicht ist, dieses Loslassen zur Gewohnheit zu machen und dann wirst du zum Quitter, ne? Also dann hörst du viel eher auf, als dass du Dinge durchziehst. Und meiner Überzeugung nach ist das nicht der richtige Weg, sondern das führt eher dazu, dass wir dann sehr unsicher werden. Und wie gesagt, ich würde halt einen Schritt eher ansetzen und sagen, was ist denn wirklich wichtig und was ist wirklich richtig für mich und mein Leben? Und da dann mal auszusortieren, weil wir viele Dinge auch einfach machen, weil andere es von uns erwarten oder weil wir glauben, dass wir es tun müssen, weil wir den Erwartungen anderer folgen oder diese Erwartungen übernommen haben. Ne? Genau, Fokus auf die wichtigen Dinge und die richtigen Dinge, die dich dahin führen, wo du hin willst. Und grundsätzlich weniger ist mehr. Das bringe ich mir jetzt schon seit einer Weile bei und ich werde immer besser und es lohnt sich total. Auch nochmal zum Thema Manipulation, Dagmar, ne? Umgib dich mit Leuten, die an dich glauben. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass du ein Umfeld schaffst, was an dich glaubt, was deine Stärken sehen will und was dich darin unterstützt, halt wirklich in dein volles Potenzial zu treten. Und es gibt Menschen, die manipulieren und es gibt Menschen, die dich klein halten wollen, aber letztlich ist es immer an uns, dass wir entscheiden, ob wir uns mit diesen Menschen umgeben oder ob wir diese Ratschläge und diese Manipulation auch annehmen. Ich weiß, dass es ein sehr komplexes Konstrukt ist, ne? Und manchmal sind wir einfach nicht in der Kraft, dass wir das können, dass wir dem widerstehen können. Aber uns grundsätzlich ein Umfeld zu schaffen von Menschen, die an uns glauben, die uns unterstützen, die uns auch in Krisen halten können, die halt eher die positiven Dinge unterstreichen, als uns auf unsere negativen Dinge aufmerksam machen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für unser Selbstvertrauen. Weil also es geht natürlich darum, wie ich das eingangs schon gesagt habe, dass wir auch unabhängig von der Anerkennung anderer oder von der Wertung anderer einfach eine Selbstsicherheit entwickeln. Aber natürlich brauchen wir auch ein enges Umfeld. Also da geht es jetzt um das größere Publikum sozusagen oder einen größeren Bekanntenkreis. Aber wir brauchen natürlich ein enges Umfeld, das uns auch kritisieren darf, aber was uns grundsätzlich einfach sehr, sehr positiv zugewandt ist und was uns sehr unterstützt und wo wir uns fallen lassen können, wo wir uns sicher fühlen können. Und auch das unterstützt das eigene Selbstvertrauen. Ganz, ganz wichtig. Und der sechste Punkt, das ist etwas, was viele tatsächlich nicht wissen, was eigentlich so lustig ist, weil wir können uns dafür entscheiden, selbstsicher zu sein. Weil das ist das, was ich eingangs schon beschrieben habe, wir übernehmen halt diese gelernte Rolle, unsicher zu sein und uns nicht zu vertrauen. Aber letztlich können wir das komplett umdrehen und sagen, ab morgen bin ich selbstsicher. Und dann müssen wir natürlich Handlungen folgen lassen, die uns das immer wieder beweisen. Und da kommen dann alle Schritte, die ich eingangs erzählt habe, ne? Die führen dann dazu, dass wir es erleben und dass wir es leben und initiieren für uns, dass wir selbstsicher sind. Und ich wiederhole jetzt nochmal die Schritte. Also, als allererstes lern dich und deine Stärken kennen, dann lern auf jeden Fall immer wieder Neues dazu, weil das führt dazu, dass dieser Confidence-Loop eingeht. Ne? Und das ist etwas, das hört nicht auf. Das ist wie dieses Unendlichkeitszeichen. Das heißt, je mehr Kompetenz du hast, desto sicherer fühlst du dich. Unabhängig davon, was andere sagen. Du baust halt einfach eine Sicherheit für dich selber aus. Dann such dir jeden Tag kleine Herausforderungen, die deine Komfortzone erweitern, sodass du dich immer wieder diese Grenzen verschiebst und merkst, du überlebst das. Ne? Das ist gar nicht gefährlich, mit mehr Menschen zu sprechen oder Dinge zu tun, vor denen du Angst hast. Es ist halt immer wieder eine kleine Herausforderung, die es dann schafft, diese Komfortzone zu erweitern. Lebe deine Überzeugung, ne? Also sei kongruent mit dem, an was du glaubst. Dann, also vorher musst du natürlich definieren, an was du glaubst. Das hat wieder mit deinen Stärken auch zu tun, deinen Werten, deinen Interessen. Aber dementsprechend zu leben und auch das anderen gegenüber darzulegen und zu sagen, nee, ich bin aber anderer Meinung, das ist meine Überzeugung und deshalb lebe ich so. Das macht natürlich auch, das führt auch zu einer Selbstsicherheit, selbst wenn du da Gegenwind bekommst.
Dann umgib dich mit Menschen, die an dich glauben. Ganz, ganz wichtig. Und die sollten auch kritisch sein. Ne? Du brauchst nicht Ja-Sager in deinem Umfeld, die alles toll finden, was du machst, sondern du brauchst Menschen, die auch mal den Finger in die Wunde legen, aber die grundsätzlich für dich da sind und grundsätzlich dich einfach so lieben, wie du bist. Wie, also ne, das ist ein Konzept, das habe ich kürzlich von Bodo Schäfer gehört. Das fand ich so schön, wie er das beschrieben hat. Und zwar gibt's halt Menschen, die lieben dich so für das, was du bist. Und es gibt Menschen, die lieben dich so für das, was du tust. Also das ist die Sein-Liebe und die Tun-Liebe sozusagen. Ne? Und wenn du zum Beispiel im Elternhaus aufgewachsen bist, was dich nicht wirklich dafür geliebt hat, was du bist, sondern was du tust, gehst du halt auch in so eine Leistungsorientierung und musst irgendwas erreichen, um Anerkennung zu erfahren oder vielleicht auch dich selber so anzunehmen, wie du bist. Aber es geht überhaupt nicht ums Tun, sondern die wirkliche, wahrhafte Liebe ist ja auch uns selbst gegenüber, ist halt die, dass wir einfach dafür, dass wir da sind, ne, dass wir dafür geliebt werden und dass wir so sein dürfen, wie wir sind und dass wir überhaupt nichts leisten müssen, um geliebt zu werden. Und solche Menschen brauchst du unbedingt in deinem Umfeld, damit du ja, damit du auch da eine Selbstsicherheit entwickeln kannst und sagen kannst, okay, ich muss hier einfach nur sein, ich darf hier einfach nur sein. Und auch in der Selbstliebe ist natürlich ganz wichtig, diesen Blick zu schulen. Und dann als Punkt 6, entscheide dich dafür, selbstsicherer zu sein. Ganz, ganz wichtig, das ist so mein sogenannter Ninja-Tipp. Ne? Also das ist etwas, was viele, viele unterschätzen und viele ja gar nicht wissen, dass diese Entscheidung an sich einen riesen, riesen Unterschied machen kann. Also, jetzt schaue ich nochmal hier. Dagmar sagt, ja, ich kann das jetzt unterscheiden, denke ich. Ja, klar, ne? Also das ist natürlich ein komplexes Thema, das kann ich jetzt nicht so kurz abhandeln, aber Manipulation, das hat auch immer viel mit uns zu tun und was wir annehmen. Und Dagmar sagt, ich hatte den Punkt unterschätzt, dass wir auch andere brauchen, um uns zu finden. Ja, unbedingt, wir sind soziale Wesen, ne? Also es geht natürlich darum, eine Sicherheit für uns selbst zu etablieren, so dass wir uns möglichst unabhängig machen von anderen, aber wir sind nicht dafür geschaffen, komplett alleine zu sein. Deshalb, wie gesagt, ist dieser Punkt 5, dieses Umfeld. Es geht nicht darum, dass du riesige Fans hast, die dich feiern, weil die hören auch irgendwann auf, dich zu feiern. Und dann, wenn dann dein Selbstbewusstsein einbricht, ne, darum geht's halt nicht. Sondern es geht darum, dass du Menschen um dich herum hast, die dich einfach lieben für das, was du bist, unabhängig von dem, was du tust, was du erreichst, was du repräsentierst, ne? Sondern dass du einfach nur ja da bist und dafür geschätzt wirst. Julia sagt, der Punkt 6 stimmt, das hat bei mir anderthalb Jahre erhalten, aber dann knickte ich ein, weil Erfolge ausgeblieben sind. Klar, ne? Und auch das brauchen wir. Wir brauchen immer wieder Erfolge, aber auch das können wir immer wieder initiieren und einfach sagen, okay, ich entscheide mich jetzt wieder dafür, aktiv in diese Herausforderung zu gehen, aktiv nochmal zu schauen, ist es wirklich der richtige Weg? Und das hat dann ja auch irgendwann mit Strategie zu tun, ne? Einfach zu schauen, was kann ich denn tun, um mehr Erfolge zu erreichen. Und manchmal sind wir vielleicht auf dem Holzweg, in dem Sinne, dass wir die falschen Maßnahmen ergriffen haben, um Erfolge zu feiern. Aber das sollte unser Selbstbewusstsein nicht angreifen, sondern da sollten wir dann auf eine sachliche Ebene gehen und sagen, okay, was kann ich denn anders machen, um diese Erfolge zu lancieren? Und schwupp, ne, ist unser Selbstbewusstsein dann auch wieder da. Also klar, wir sind nicht hundertprozentig davon unabhängig, was andere sagen, aber wir sollten auf jeden Fall einen ganz starken Kern haben, der uns nicht so schnell umwirft, auch wenn die Erfolge ausbleiben. Also ihr Lieben, das war der Mindful Mindset Monday für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Noch ein kleiner Hinweis für alle, die vielleicht am letzten Donnerstag nicht dabei waren. Ich gebe nächste Woche nochmal ein Webinar zum Thema, wie du mit mehr Vertrauen und Leichtigkeit dein Business in den Erfolg führst. Das ist am 9.7. um 19 Uhr. Den Link poste ich auch nochmal. Und genau, ne? Also wenn ihr Lust habt, seid da einfach dabei. Da geht es nochmal um das Thema Mangel-Mindset und Fülle-Mindset, Money-Mindset generell, ne? Mehr Vertrauen, mehr Leichtigkeit in dein Business, sodass du auch da mit viel Sicherheit in die Zukunft schaust. Also wenn ihr Lust habt, da dabei zu sein, da poste ich auf jeden Fall noch den Link. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.